Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanner, der einzig wahre Nachleser für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanner, zu unserem Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Das Fazit kommt heute mal zu Beginn. Ich sage es mal so, mit 10 gegen 12 kannst du eben einfach nicht gewinnen oder auch nur einen Punkt holen, wenn der Gegner Leipzig heißt. Ja, 10 gegen 12, das ist einer, auf jeden Fall mindestens einer zu viel für den Gegner. Und wen ich da meine, das wisst ihr, das ist Tobias Stieler, der Schiedsrichter. Ich bin der Allerletzte und wirklich jeder, der mich kennt, weiß es. Dass ich der Allerletzte bin, der einem Schiedsrichter Schuld am eigenen Versagen oder am eigenen Unvermögen gibt. Wenn aber ein Schiedsrichter mit verschiedenen Entscheidungen so stark eingreift zu Lasten einer Mannschaft, völlig egal, ob unserer oder irgendeiner anderen, ja, würde ich genauso sagen, wenn es umgekehrt wäre, dann muss man es schon mal ansprechen. Und es begann ja schon in der ersten Minute. Also ich habe das Regelwerk so weit im Kopf, dass wenn ein Spieler am Trikot gezerrt wird, da muss er nicht mal zu Boden gehen. Ja, da muss er nicht mal zu Boden gehen. Dann gibt es einen Freistoß. So. Und wenn er am Trikot gezerrt wird und sogar dadurch zu Boden geht, gibt es erst recht einen klaren Freistoß, vielleicht sogar auch noch eine gelbe Karte. Ja, denn normalerweise ist ja so am Trikotzupfen, gut, von hinten ist es gelb, aber okay. Ich frage mich, warum wir, wenn wir in der ersten Minute gefährlich im Strafraum des Gegners sind und der Gegner am Trikot zieht, sodass der Spieler zu Fall kommt, warum es da gar nichts gibt. Habe ich ganz, ganz viele Fragen zu. Und offensichtlich war zu dem Zeitpunkt der Keller in Köln auch noch nicht besetzt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Dann ging es weiter, 8. Minute, Schwolo, wirklich eine ganz, ganz klasse Parade. Schwolo sowieso heute in vielen Situationen sehr, sehr gut. Freut mich für ihn, dass er jetzt endlich Fuß fasst, weniger Fehler macht und wirklich richtig, richtig gute Paraden hat. Und dann im Gegenzug macht unser Córdoba, ja, nach einem wirklich tollen Konter macht er das 1:0. Also war auch ein schönes Zuspiel dann von Luke Bacchio, der genau gesehen hat, dass da drüben Córdoba einläuft. War ein ganz hervorragender Konter und es war ja von vornherein klar, dass man in Leipzig eher einen versuchen muss, ein kompaktes Spiel aufzuziehen, hinten wenig zuzulassen, dem Gegner natürlich den Ballbesitz auch zu überlassen. Dafür ist Leipzig einfach viel zu spielstark, als dass man da irgendwie Ballbesitz in großartiger Manier hätte jetzt erreichen können. Insofern ist das eigentlich in der 11. Minute ist schon so dieser Matchplan ja meiner schon aufgegangen, ne? Dass man nun damit in Leipzig vielleicht am Ende 3:0 gewinnt oder so. Gut, damit hat jetzt auch keiner gerechnet. Hat man ja auch gesehen, dass man so auch nicht rechnen darf, denn leider Gottes, 2 Minuten später in der 11. Minute, ja, da kriegen wir hinten den Ball nicht weg und prompt fällt der Ausgleich. Alderete, ja, der war ja heute dabei, da hat er ein bisschen gepennt. Insgesamt wollen wir ihn jetzt aber auch mal in seinem ersten Spiel nicht allzu sehr schelten. Er muss ja auch erst ein bisschen in die Mannschaft reinkommen. Er hat auch einige Sachen heute gut gemacht. Aber da lag es sicherlich, da hatte er die Chance gehabt, dieses Gegentor zu verhindern. Ja, und da muss man eigentlich sagen, die ganze restliche erste Hälfte hat mir, was uns betrifft, sehr, sehr gut gefallen. Wir haben teilweise hohes Pressing gemacht. Das Zweikampfverhalten war absolut okay. Wir haben den Gegner über weite Strecken, also von unserem eigenen Strafraum weggehalten. Ich meine, darum geht's ja in erster Linie und haben dann trotzdem hier und dort immer mal wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Also ich muss sagen, es war von uns eine wirklich gute Leistung und eine deutliche Steigerung natürlich auch zu dem schwachen Heimspiel gegen Stuttgart. Hier hat man also doch auch wieder in vielen, vielen Ansätzen gesehen, dass wir auch so ein bisschen angeknüpft haben an die anderen guten Auswärtsspiele, ja, wie in Bremen oder auch wie in München. Ja. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Dann ja, Halbzeit. So, und dann kommt Cefuik. Ja? Cefuik für den angeschlagenen Pekarek, gute Besserung. Jo, so, und jetzt geht's los. Cefuik bekommt, ich glaube, der war gerade mal 2 Minuten auf dem Platz, da bekommt er die erste gelbe Karte. Gut, es war ein Einsteigen gegen den Gegner. Er hat dabei also mit seinem Fuß sich auch auf den Fuß des Gegners gestellt. Das ist eine gelbe Karte, ja, die man geben kann. Es gibt aber auch sehr viele Situationen, wo bei sowas keine gelbe Karte gegeben wurde. Oftmals macht ein Schiedsrichter das ja auch so ein bisschen davon abhängig, obwohl das nach dem Regelwerk zwar nicht sollte, aber man macht es so, dass man jetzt guckt, okay, bleibt jetzt der Spieler da wirklich verletzt liegen, dann gibt man schon mal eher eine gelbe Karte. In dem Falle, okay, hat es kurz ein bisschen Aua gemacht, aber der Gegenspieler ist ja nicht mal zu Boden gekommen. Also man hätte bei einem Spieler, der jetzt ganz neu reingekommen ist, hier eine ganz klare Ermahnung aussprechen können und die gelbe Karte weglassen können. Aber okay, man hätte sie auch zeigen können, ja. Ja, in Ordnung. So, und dann wirklich nur ganz wenig später diese Situation. Cefuik da im Zweikampf. Also bitte, für mich war das ja noch nicht mal unbedingt ein Foul. Ja? Und wenn es denn eins war, dann hätte man ganz klar, und das wird Herr Stieler, wenn er sich in Ruhe alles anguckt und wenn er in Ruhe nochmal seine gesamte Leistung von heute Revue passieren lässt, dann wird er auch sagen, okay, in dem Moment hätte ich ihm da nochmal eine ganz klare, wenn ich ihm schon gleich die gelbe gegeben habe, hätte ich ihm eine ganz klare Ansage machen müssen, mein lieber Freund, noch ein kleines Ding und du fliegst raus. Ja, also das war für mich eine Fehlentscheidung. Ja, es war eine Fehlentscheidung. Es war einfach eine viel zu harte Bestrafung eines Spielers, der in einem Zweikampf etwas gemacht hat, wo andere, in England, glaube ich, hätte man das nicht mal als Foul gepfiffen. Ja? Und das war einfach, da hat der Schiedsrichter eben eingegriffen, ganz klar zu unserem Nachteil. Entschuldigung. So, und dann ist natürlich jetzt klar, wenn du nur noch zu 10 bist und musst in Leipzig irgendwas reißen, ja, Herrgott, da kannst du ja eigentlich nur verlieren. Ja, normalerweise sagst du dir, okay, das Ding geht 1-3, 1-4, vielleicht, wenn du Pech hast, 1-5 aus, schade. Ne? Aber nein, wir haben fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt und, finde ich, haben es trotzdem immer noch sehr, sehr gut gemacht. Natürlich konnten wir nach vorne nicht mehr so viele Akzente setzen, weil du ja dann immer das Problem hast, du musst dich ja immer entscheiden. Ein Konter, den du machst, der muss bestenfalls dann auch sitzen. Ne? Denn wenn dieser Konter nicht sitzt und du nimmst aber so viele Leute mit nach vorne, um ihn also positiv mit dem Tor abzuschließen, dann läufst du natürlich extreme Gefahr, dass du dann hinten einen reinkriegst, weil dir fehlt ja dieser eine Mann. Ne? Der fehlt dir ja. Also deswegen war für mich schon klar, dass wir irgendwo eine sehr glückliche Situation vielleicht hätten haben können, die uns dazu bringt, da vorne noch was zu machen. Ansonsten war unsere Leistung einfach so, dass wir dort mit einem Unentschieden aus der Nummer hätten rauskommen können und sagen können, Mensch, das war wunderbar dafür, dass wir eine Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt haben. Okay, 76. Minute, Córdoba, da will ich Herrn Stieler nichts vorwerfen. Das ist eben einfach immer das Problem, wenn Stürmer hinten mitarbeiten. Ne? Also es ist ja wichtig, dass heute alle Mannschaftsteile eben und eben auch die Stürmer hinten mitarbeiten, wenn du zu 10 bist sowieso. Aber das war natürlich ungeschickt von Córdoba und dann gibt's eben Elfmeter. Schade. Aber solche Dinge passieren, ja, und dann ist natürlich klar, dann Sabitzer lässt sich sowas nicht entgehen, auch nicht gegen unseren wirklich heute sehr, sehr guten Schwolo. Den möchte ich also da auch nochmal an der Stelle wirklich nochmal rausheben, weil es ja nicht wenige gibt, die immer irgendwie am Meckern sind und der Meinung sind, ja, Schwolo sei nicht gut oder so. Schwolo musste genauso erst auch hier ein bisschen reinkommen wie alle anderen und ich finde, das ist ihm jetzt gelungen und da werden wir sicherlich an ihm und an seinen Leistungen noch viel Freude haben, da ich natürlich immer hoffe, dass Schwolo eigentlich sich überhaupt nicht auszeichnen muss. Ne? Weil das Gute ist ja eigentlich, wenn man den eigenen Torwart kaum sieht, weil der nichts machen muss. Ja? Aber dann darf es natürlich nicht Hertha heißen. Ne? Bei Hertha muss der Torwart immer nicht wenig mitarbeiten. Ja?
Ja, und dann auch wieder, Herr Stieler, ja, Cunha wird von hinten gefoult, der Gegner kriegt keine Karte, glaube nicht mal eine Ermahnung. Warum? Warum? Habe ich auch nicht verstanden. 92. Minute, ja, erst zunächst mal rote Karte gegen Langkamp. Warum? Warum, Herr Stieler, warum? Warum muss Köln erst eingreifen, um eine solche für mich schon bei der ersten in Augenscheinnahme live am Fernseher, ja, was eine Fehlentscheidung war, warum muss Köln erst eingreifen, bis sie dann diese Entscheidung dahingehend zurücknehmen und sagen, na gut, es war gelb, ja, warum? Ja, also das finde ich schon wirklich sehr, sehr traurig. Weil ich jetzt auch schon wieder an anderer Stelle gehört und gelesen habe, ja, und wie schwach Hertha, also es gibt ja wirklich, ich muss es immer wieder sagen, es gibt einfach zu viele Menschen, die leider, leider, leider Gottes von Fußball keine Ahnung haben. Vermutlich haben die selber nie Fußball gespielt und wenn, dann saßen sie vielleicht nur auf der Auswechselbank und sind nur der Meinung, sie könnten Fußball analysieren und verstehen. Also seid einfach lieber leise oder und sagt nichts oder geht, weiß ich was, zum Feldhockey oder keine Ahnung wohin, aber lasst es doch über Fußball zu reden. Ganz klar, es war heute eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen. Wir haben uns sehr, sehr gut behauptet gegen Leipzig. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt und ich persönlich bin mir auch absolut sicher mit dieser Leistung, die wir heute gebracht haben, wenn es nicht zu diesen sehr, sehr unglücklichen Entscheidungen des Schiedsrichters gekommen wäre, hätten wir heute auch einen Punkt mitgenommen und den haben wir auch verdient gehabt. Aber wie ich anfangs schon sagte, mit 10 gegen 12, ne, Herr Stieler, da kannst du nicht gewinnen, da kannst du, es wird auch schwer gegen eine gute Zweitligamannschaft zu gewinnen und gegen Leipzig natürlich schon mal erst recht gar nicht. Deswegen bin ich heute traurig, dass wir weiter mit nur 3 Punkten dastehen. Ja, natürlich, klar, Tabellensituation ist sonst miserabel, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Aber das, was ich heute hier gesehen habe, was sicherlich natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, also im positiven Sinne geschuldet ist, dass Labbadia endlich mal eine Trainingswoche hatte, wo er mit der ganzen Mannschaft, ja, mit der ganzen Mannschaft trainieren konnte. Und das hat sich auch wirklich ausgezahlt in vielerlei Hinsicht. Und ja, gut. Und selbst wenn wir jetzt besser gestanden hätten in der Tabelle und die vorigen Spiele besser gespielt hätten, ich meine, man weiß, wenn man halt zum Tabellenführer fährt, da ist es auch möglich, dass man verliert oder dass man untergeht. Wie gesagt, wir sind heute nicht untergegangen und hätten einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Deswegen sind jetzt die Aufgaben sicherlich, ja, vermeintlich zumindest leichter, aber auch da gilt natürlich immer wieder ein bisschen die Problematik, die wir haben, dass wir uns gegen gute Vereine immer sehr, sehr gut schlagen und gegen, also was heißt gegen gute, gegen Spitzenvereine relativ gut schlagen und gegen andere gute, aber eben nicht Spitzenvereine Larifari spielen. Ich hoffe, das passiert im nächsten Heimspiel, kommendes Wochenende gegen Wolfsburg nicht und dass wir dort dann wirklich endlich diese 3 Punkte holen, die wir jetzt dringend brauchen, nicht nur die 3, sondern danach dann auch weitermachen, dass wir mal vielleicht so eine kleine Siegesserie mal starten. Das wäre sehr schön und wenn es wirklich gelingt, jetzt die Mannschaft wieder so einzustellen, wie es heute war, dann werden wir diese Punkte auch holen. Ja, meine lieben Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ja, natürlich morgen einen schönen Sonntag. Denkt dran, die Uhr wird zurückgestellt. Ihr könnt also eine Stunde länger, ja, feiern. Mit feiern ist ja momentan nicht so viel und gut, vielleicht schlaft ihr einfach eine Stunde länger. Ist ja auch mal schön, ja? Also, meine lieben Freunde, in diesem Sinne, haui!